Heute habe ich eine Verpackung für euch, die auch wunderbar als Vase benutzt werden kann. Und ihr seht jetzt nur natürlich von oben. Ich habe hier heute Morgen im Garten ein bisschen geplündert und ich werde es auch nicht kippen, denn das wäre nicht so toll. Aber ich hole mal, also ich habe hier ein einfaches Marmeladenglas, meine Blümchen reingemacht. Und so, ich habe hier auch noch mal etwas reingemacht, damit es ein bisschen höher steht, weil das Glas hier ein bisschen niedrig ist. So, so sieht das Ganze aus. Und die machen wir heute. So, Blümchen gehen wieder rein. Und als erstes natürlich unser Farbkarton. Und ich markiere mir den erst und dann stempel ich, bevor ich falze. Also für die Markierungen und für das Falzen habe ich eine Vorlage erstellt. Ich fand das so einfacher. Dann kann man auch sehen, wie es auszusehen hat. Das ist die Vorlage, die habe ich auch für euch zum Herunterladen auf meinem Blog. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und könnt ihr euch gerne herunterladen und dann hat man zumindest mal was Visuelles, wie es auszusehen hat. So, also einmal hier und ich kürze mir das Papier auf 21 mal 29 cm. Das heißt, ich kürze es eigentlich nur. Wo sind die 21? Hier sind die 21. Also 21, so ist es in der Breite, ist es bereits 21. Das bleibt so, wie es ist. Und nur hier kürze ich an der langen Seite auf 29. Das ist wirklich immer so ein. Man kann es lassen, dann hat man aber eine sehr breite Falzlasche und das war mir zu breit, ehrlich gesagt. Muss nicht sein, braucht man nicht, deswegen 29 gekürzt. So, als nächstes Markierungen. Und zwar an der kurzen Seite. Ja, weg mit dir. Einmal bei 4 cm. Dann mache ich mir einfach hier an den Enden und vielleicht noch mal in der Mitte mit dem Bleistift nur eine kleine Markierung. So, und dann bei 16 cm. Wenn ihr dieses Schneid- und Falzbrett habt, dann sind die 16 cm genau hier auf dieser Knickmarkierung. So. Alternativ könnt ihr das Papier umdrehen und bei 5 cm markieren. Geht natürlich auch. So, Markierungen sind ran. Und jetzt stempeln wir. Und zwar, bevor ich losstempel, markiere ich mir noch den Boden und die Öffnung. Das breitere Stück, also die 5 cm, das ist der Boden. Schreibe ich mir auch hin. Das ist eh unten, das verschwindet nachher beim Kleben oder ihr könnt es wegmachen, das sieht kein Mensch mehr. Oben lasse ich es stehen. Hier, das sind ja nur 4 cm, das ist ein bisschen kürzer. Und stempeln. Ja, zum Stempeln habe ich dieses wunderschöne Set benutzt. Ach, ich liebe diese Blätter. Guckt euch an. Ist doch ein Traum, oder? Und Farben habe ich drei Grüntöne genommen. Und zwar das neue Lodengrün, eins der neuen Incolor-Farben. Ich liebe diese Farbe, ernsthaft.
Ich war ein bisschen traurig, dass Braungrün uns verlässt, aber holt so toll raus. Also Lodengrün, ein Traum. Gartengrün und Tannengrün. Und ich fange mit dem größten Blatt an und Lodengrün natürlich. Wenn ich es denn aufkriege, ja, ist noch ein neues Stempelkissen. So. Und dann, also die Markierungen sind da, wo nachher Falzlinien sind. Deswegen stempel ich jetzt so. Also alles, was unter der Linie ist, ist nachher verschwindet unter dem Boden. Hierhin, deswegen die Markierungen. Dann ist das einfacher. Ihr könnt es höher oder niedriger machen. Bleibt euch überlassen. So, einmal. Ach nee, Quatsch, nicht einmal. Wir sind ja noch nicht fertig. Ha. Oben natürlich auch. So. Auch hier. Alles, was über der Markierung ist, ist nachher innen. Also da, also besseren Verständnis nochmal und ups, zu fest aufgedrückt. Sollte natürlich nicht sein. Aber das ist egal, das verschwindet nach innen. Ist okay. So. Oder man stempelt nochmal ein Blatt drüber, dann ist es auch weg, falls es einen stört. Als nächstes Tannengrün. Und in Tannengrün nehme ich diesen hier. Und zum Schluss Gartengrün. Und für Gartengrün nehme ich diesen hier. Umdrehen. So, und wer möchte, kann jetzt noch mit den kleinen ein bisschen auffüllen. Da könnt ihr nehmen eine von den drei oder vielleicht noch eine vierte Farbe, aber ich bleibe bei diesen drei. Ich nehme hier noch mal Lodengrün, klar. Und einfach nur mal so als kleine Füller hier und da. Hier oben noch mal. Und vielleicht noch mal. Voilà. So. Das reicht eigentlich schon. So,
Diesen Stempel gibt es übrigens gespiegelt. Einmal in die Richtung. Auch schön. So, halt, da das hier schon. Nee. Jetzt falzen wir. Falls es nicht so einfach ist, ich zeige euch. So, beim Falzen. Jetzt kann es sein, dass durch die Motive, durch das Gestempelte, man die Falzlinie nicht mehr so gut sehen kann. Nehmt die Rückseite, ist in Ordnung. Ich mache das jetzt auch, damit man das ja auch hier besser sehen kann. Ich nehme mir einfach die Rückseite. Passt aber nur auf, dass ihr hier richtig falzt. Das heißt, das ist oben, hier fangen wir an. Ich meine, das könnt ihr auch hier machen, das ist ja wurscht. Also einmal bei 4. Und einmal bei 16. So. Und dann drehen wir es um. Wir brauchen jetzt nur 2 Falzlinien, die durchgehen. Könnte man noch auf der Vorderseite machen, aber ich drehe das jetzt einfach mal um. Und falls jetzt auf der Rückseite, dann sieht man das besser. Und wir fangen an. Also die erste durchgängige Falzlinie bei 7 cm. Und die zweite bei 21. So, jetzt bei 3,5 cm falzen wir nur bis zu dieser Falzlinie, also von der Oberkante bis zur ersten Falzlinie. So, da. Dann bei 10,5. Also praktisch alle 3,5 cm. Auch nochmal die Hälfte. Dann bei 14 cm falzen wir hier unten. Hier, also am Boden. Oder wenn ihr nicht falzen wollt, ihr könnt auch gleich schneiden, aber ich falze jetzt mal. Weil das ist eine Schnittlinie, das ist keine Falzlinie, das wird hier eingeschnitten. Wie gesagt, ihr könnt gleich schneiden, aber ich falze jetzt erst einmal, dann ist es einfacher. Oben bleibt es frei. So, dann bei 17,5. Wieder oben. Bei 21 haben wir ja schon. Dann 24,5. Und das war's. Oh nee, Quatsch. Bei 28, ach, siehst du, ich habe was vergessen. Bei 28 ist es wieder durchgängig, denn das ist unsere Klebelasche. Hier, Klebelasche. Einmal durch. So. Jetzt markiere ich mir wieder ein paar Schnittpunkte. Und zwar, ich fange hier wieder vorne an. Also einmal hier die Ecke. Nein, die brauche ich nicht. Ich brauche diese Ecke, die zweite. Also, ich fange hier an. Hier ist der erste Knotenpunkt. Da mache ich mir eine Markierung hin. Dann die nächste bleibt frei. Okay. Dritte. Und auf der anderen Seite genauso. Also hier. Und hier, da markiere ich mir, und wo ich mir noch markiere, ich mache mir Markierungen, damit ich das gleich besser sehe.
Und ihr werdet auch sehen, wieso, weshalb, warum. Und dann hier an der Bodenfalz wird an jedem Kreuzpunkt markiert. Da kommen jetzt nämlich gleich unsere Diagonalen rein. Ja, Mausi, I know. Diagonalen könnt ihr mit dem Falzbrett hier machen oder mit Lineal und einer Falzklinge. Das bleibt euch belassen. Ich mache das jetzt hier mal mit dem Falzbrett. So, deswegen auch jetzt die Markierungen mit dem Bleistift, damit ich das hier besser sehe. Also von der Oberkante. Ich hoffe, man sieht das. Also hier und da sind meine zwei Markierungen. Die sind jetzt auf der Schneidekante, auf der Falzkante. Und da ziehe ich mir jetzt eine Falzdiagonal rein. So. Auch hier wieder achtet darauf, dass die zwei Punkte hier, das ist hier nicht ganz so einfach, deswegen auch die Alternative mit Lineal und Falzklinge. Aber das geht. So, das sind die vier kurzen. Die müssen rein, damit das Ganze nachher beim Einklappen einfacher ist. Ich habe es versucht ohne, war nicht der Brüller. So. Und jetzt die an der langen. Und von da fangen wir wieder hier an dieser bis zu dieser hier unten. Also da und da. Und von hier geht es jetzt im Zickzack über das ganze Blatt. Also von diesem Punkt zu diesem Punkt hier unten ist hier alles schön markiert. Und von dem hier unten. Das war's. So sieht's aus. Als Referenz könnt ihr natürlich immer wieder die Vorlage nutzen. Hier sieht man ja, wo die Punkte sind, von denen aus gefalzt wird. Und das ist unser fertiges Teil. So. Jetzt können wir, also ich schneide mir jetzt als erstes, wo ist meine Schere? Hier die Klebelasche weg, und zwar vom Boden her das kleine Stück, das kommt weg. Und auch hier unten ist zu klein. So, am Boden schneide ich die Falzlinien alle ein. So, die Seite, man sieht es hier besser. Und ich schneide es mir auch gleich etwas schräg ein.
Klebelasche. Da mache ich mir jetzt auch schon gleich Kleber drauf. Und zwar, na komm her. Ich mache das hier jetzt direkt. Ich klebe das wirklich ganz nah hier an der Falzlinie dran. So. Und jetzt wird auch hier noch mal eine kleine Kerbe eingeschnitten. Und zwar hier an dieser Falzlinie wird eingeschnitten. Falzen. Wir falzen nur die schrägen und die zwei langen einmal. Und der Boden natürlich. Und dann nur noch die schrägen. Also durchgängigen langen, die werden nicht gefalzt, die bleiben so, wie sie sind. Wir falzen hier nur. Und ich gehe jetzt auch da nicht mit dem Falzbein drüber, sondern ich falze nur jetzt so mit den Fingern. Das reicht schon. Die Klebelasche wird auch nicht gefalzt. Und dann nur noch hier oben die zwei Ecken. Okay. So. Sämtliche Markierungen könnt ihr jetzt wegradieren, wenn ihr möchtet. Ich sehe die Markierungen hier nicht mehr. Nicht mehr wirklich. Weggeschnitten, überstempelt, überklebt. Und jetzt einmal kleben. Also bevor ihr hier schneidet, noch mal ein Tipp. Hier unten am Boden kann man die Klebelasche noch mal anschrägen. Weil ihr seht hier auf der anderen Seite haben wir ja hier eine Schräge. Man kann es angleichen. Deswegen einfach mal so und reicht schon. Dann klebt sich das einfacher. So. Klebt das dann einfach zusammen. Besten gleich das hier unten an und dann klebt ihr einfach an der Falzlinie entlang nach oben. So, jetzt den Boden einfach einklappen. Wenn ihr es nicht weggradiert habt oder so, kann man das, wie gesagt, jetzt hier schön wegkleben. Für ein bisschen mehr Stabilität könnte man jetzt hier innen noch mal einen Boden reinlegen. Ich meine, das ist zwar recht stabil und wenn ihr extra starken Farbkarton nehmt oder
farbigen Farbkarton, der ist ja etwas stärker als der normale weiße, dann ist das fest genug. So, und jetzt hier, jetzt, also einmal. So. Okay, knickt einfach nochmal die Laschen nach. Und jetzt kann man das so als Verpackung nutzen. Ihr könnt gerne ein Band drum machen oder einfach nur hier reindrücken. Das wäre die Verpackung. Wie gesagt, das wäre so. Oder wenn ihr es als Vase nutzen möchtet, dann drückt einfach die Seiten komplett rein. So. Und die Vase ist fertig. Jetzt könnt ihr sie füllen. Ich habe auch jetzt bewusst nicht mehr Schnörkel oder so dran gemacht, weil ich fand die einfach so, wie sie ist, am schönsten. Simpel und einfach. Wenn ihr es verschenken möchtet, könnt ihr gerne noch ein Etikettchen dran machen. Und das machen wir jetzt auch noch. Aber ansonsten fand ich, wie gesagt, so am schönsten auf dem Tisch oder auch als Verpackung. Bei Verpackung kann man einfach mal noch ein Band dran nachmachen und ein Etikett. Das war's auch schon. So, Etikett. Dafür brauche ich ein Stück Farbkarton. Und zwar einmal in Weiß und einmal in Lodengrün. Und das in Lodengrün, da habe ich hinten doppelseitiges Klebeband. Also diese, wo sind sie? Ich habe sie jetzt nicht. Aber findet ihr in der Beschreibung auch die doppelseitigen Klebeblätter. Ist es einfach nachher zum Kleben. So, hier brauche ich jetzt erstmal Etiketten und dafür habe ich die neuen Anhänger nach Maß genommen. Die sind klasse. Klar sind sie klasse. Also wir haben zwei verschiedene Varianten. Einmal ganz simpel und einfach und einmal ein bisschen verspielter. Und in vier verschiedenen Größen plus kleine Tags. Also so Lochverstärker. Keine Tags, Lochverstärker. So, ich habe jetzt für mein Etikett die zweitkleinste genommen. Also nicht die kleinste, sondern die nächste. Und als allererstes, stanze erstmal. Und wie gesagt, hier ein Satz von diesen Lochverstärkern. So, hier reicht die Mini voll und ganz und das finde ich toll, denn man braucht nicht immer die große. So, hier passen sie auch gleich beide drauf. Ja, Mäuschen, hört Aufmerksamkeit, sobald ich fertig bin, Schatzi. Ich kann mir mal gucken. Ja, passt doch. Das passt auch. Na. Ja, supi. So.
Na, okay. Okay, das hat sich ein bisschen verrutscht. Man kann es benutzen oder auch nicht. Da wir drei Stück haben, ist das kein Problem. Stempel. Zum Stempeln brauche ich einmal Farbe natürlich, Lodengrün, obviously. Und aus demselben Stempelset habe ich hier jetzt mal das Hallo genommen. Als kleinen Gruß. Das ist doch besonders, wenn man Blümchen aus dem Garten hat. Und jetzt noch das kleine Teil. Am besten habe ich festgestellt, klebt man das Teil mit einer Pinzette auf. So sind keine Finger im Weg. Ich habe es nur mit Fingern versucht. Bei mir war es immer ein bisschen schief, hat nie richtig geklappt, deswegen Pinzette. Wunderbar. Geht schnell und es funktioniert. So, Kordel. Wir haben ja wieder Kordeln im Angebot. Und einmal hier in Weiß. So, wenn ihr jetzt Blümchen habt, könnt ihr die an die Blumen direkt hängen, so wie ich das hier gemacht habe. Ich hoffe, man sieht das. Oder ihr könnt das natürlich auch, ihr könnt hier ein Loch mit einem Locher, kleines Loch reinmachen und das Etikett hier an den Rand hängen. Geht auch. Oder einfach nur ankleben. Das wäre jetzt hier. Ich habe jetzt hier keine Blümchen mehr. Aber ich habe ja die. So. Was ich euch noch mal schnell zeigen wollte, und zwar einer meiner Versuche ist ein bisschen schief gegangen. Und ihr seht ja hier, ist es ein Quadrat. So, bei einem meiner anderen Versuche hat das mit dem Quadrat nicht so geklappt. Ich habe an irgendeiner Falzlinie, wo einen halben Zentimeter, habe ich mich wohl vertan. Und das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich den Boden geklebt habe, dass da nichts stimmt. Aber wie ihr seht, ist das auch nicht so schlimm, wenn man sich mal um einen halben Zentimeter vertun tut. Die Box an sich sieht jetzt nicht aus, als wäre es schief. Also man sieht es wirklich nur am Boden. Ansonsten durch die Facetten hier, sage ich mal, geht es ein bisschen unter, wenn man sich, wie gesagt, halben Zentimeter, vielleicht auch einen Zentimeter, ich weiß es nicht. Aber beim halben Zentimeter, so wie hier, kein Problem. Geht. Man kann es immer noch verwenden. Also beim Kleben gab es keine Probleme. Wie gesagt, nur am Boden am Ende, weil es ein bisschen schief ist. Ansonsten alles gut. So, das sind meine zwei. Und jetzt wollte ich euch noch den Unterschied zwischen Zentimeter und Inch Maßen zeigen. Das ist die Zentimeter-Version. Und das war die Inch-Version. Das war meine allererste.
Da hatte ich hier oben noch einen dran drin. Das hat mir aber nicht so gefallen. Deswegen habe ich hier dann die Blätter draus gemacht. Und wie gesagt, so, Boden ist fast gleich. Da habe ich bei den Inch vielleicht einen halben Millimeter ist der Boden größer. Aber wirklich minimal. Also man sieht es kaum. So. Einzig Unterschied, den man eher sieht, ist in der Höhe. Da ist es vielleicht einen halben Zentimeter. Halber Zentimeter höher, wenn man in Zentimeter arbeitet. Einziger Unterschied, das nochmal einfach nur zum Zeigen und das war's. Hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.